Alles klar, Leute, es ist an der Zeit für ein kurzes Update-Video. In der heutigen Folge werden wir definitiv einen Blick auf Cardano werfen. Ihr wisst es, Leute, wir haben in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr oft hier auf dem Kanal über Cardano gesprochen. Ihr wisst, wie bullish ich auf Cardano bin und heute ist der Tag X endlich gekommen. Cardano Upgrade, also das Alonso Upgrade, wird heute gelauncht mit den Smart Contracts. Was jetzt natürlich das alles für den Cardano-Preis bringt, was das aber auch für das Cardano-Ökosystem bringt, genau darüber möchte ich in der heutigen Folge mit dir sprechen und bleib definitiv bis zum Ende des Videos dran, denn ich habe etwas gefunden auf der Cardano-Blockchain, das im Endeffekt zum NFT-Hype passt und das Ganze ist noch nicht gelauncht, wird aber jetzt bald gelauncht und du wirst einer der Ersten sein, der dieses Projekt kennenlernt. Und wir haben ja auch auf diesem Kanal, ich weiß nicht, viele haben es vielleicht gesehen, hier über dieses Projekt gesprochen, die ultimative Blockchain. Das Ganze haben wir bei knapp 30 Cent vorgestellt, aktuell tradet das Ganze bei 90 Cent, hat natürlich noch definitiv mehr Potenzial, aber ihr seht, in 2 Wochen 3x und jetzt habe ich nochmal ein Projekt entdeckt, nicht in diesem Bereich, sondern in einem neuen Bereich, der aber absolut konkurrenzlos ist und in einer Pre-Launch-Phase ist. Also definitiv bis zum Ende dranbleiben und wir starten jetzt direkt in dieses Video. Let's go! Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, wir starten direkt rein und wir sprechen jetzt gar nicht groß drum rum. Und zwar soll es heute in dieser Folge definitiv über das Cardano Alonso Upgrade geben. Und hier wird laut Gründer Charles Hoskin Programmierbarkeit in die Blockchain bringen. Was das genau bedeutet, möchte ich dir jetzt hier auch gleich zeigen. Was ich ganz lustig finde hier, er wird zu diesem Anlass ein Ghostbuster-Kostüm tragen. Aktuell habe ich jetzt mal noch nichts gefunden. Ich bin mal gespannt, ob im Laufe des Tages heute noch irgendetwas kommen wird, wie wir Charles Hoskin dann in diesem Kostüm sehen. Aber jetzt soll es eigentlich darum gehen, Cardano wird in der Welt der dezentralisierten Finanzen stärker Fuß fassen und mit Ethereum konkurrieren. Ich denke, es ist für jeden klar. Cardano könnte hier jetzt wirklich ein ernsthafter Konkurrent zu Ethereum werden. Wir haben auf dem Kanal ja auch schon des Öfteren mal, ich kann es auch nochmal ganz kurz zeigen, unter DeFi Pulse, haben wir auch schon des Öfteren gesehen, wie viel Geld hier im Endeffekt auf der Ethereum-Blockchain oder größtenteils auf der Ethereum-Blockchain liegen. Das liegt natürlich jetzt, die 86 Milliarden Dollar liegen hier jetzt nicht nur auf der Ethereum-Blockchain. Ihr seht das Ganze, wir haben hier Multichain, Ethereum, Polygon, wir haben hier haben wir Polygon, aber ihr seht schon, sehr, sehr viel hier liegt im Endeffekt auf Ethereum und das meinte ich ja schon sehr, sehr oft, dass wenn hier jetzt ein Teil einfach mal sagt, okay, wir ziehen jetzt aus Kostengründen, aus Geschwindigkeitsgründen oder, ziehen wir jetzt von Ethereum ab zu Cardano, dann kann das Ganze natürlich für Cardano sehr, sehr positiv werden und das kann natürlich den Preis auch erstmal richtig stark anschieben. Des Weiteren hier, eine der magischen Superkräfte von Cardano ist, dass wir es mit Blick auf die Aufrüstbarkeit entwickelt haben, sagt Charles Hoskin. Und das finde ich ein sehr, sehr interessanter Satz. Da muss man natürlich ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Was meint er hier mit der Aufrüstbarkeit? Ja, ganz klar. Ich meine, er hat das Ganze mit Ethereum mitentwickelt, hat dann Cardano, hat sich entschieden, ein eigenes Netzwerk im Endeffekt mit Cardano aufzubauen, mit den ganzen Lücken, die er halt durch die Erfahrung bei Ethereum schon mitgenommen hat. Und ich denke, hier wurde von Anfang an einfach das Ganze so aufgebaut, dass es immer weiter aufrüstbar ist. Wenn man jetzt mal sieht, wie das Ganze bei Ethereum abläuft, was es da immer noch für Probleme gibt, nach welchem Zeitraum, obwohl der Preis jetzt schon bei über 3000 Dollar steht, haben wir immer noch das Problem, oder gibt es immer noch das Problem bei Ethereum, was die Transaktionsgebühren, die Geschwindigkeit und so weiter angeht. Ich zeige euch hier jetzt auch gleich nochmal was dazu zu den einzelnen Blockchains, was die Transaktionsgeschwindigkeiten angeht. Und da ist natürlich, ihr wisst dasselbe, Ethereum relativ weit hinten. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass Cardano jetzt die Programmierbarkeit unterstützt. Das war so, als, finde ich ein cooles Beispiel, das war so, als ob JavaScript in den Webbrowser kam. Man wechselt also von statischen, langweiligen Webseiten zu Facebook, Google, YouTube und so weiter. Vielleicht könnt ihr es euch daran ein bisschen besser vorstellen. Aber ihr wisst, wir sind allgemein hier ultra, ultra bullish auf Cardano. Wir schauen uns jetzt natürlich auch direkt mal das Chart an. Also es wird heute definitiv, denke ich, auch in den nächsten Tagen jetzt eine sehr, sehr starke Preisentwicklung beim Cardano-Preis geben. Wir sind aktuell jetzt hier im 4-Stunden-Chart und wir hatten ja vor am 9.9., also vor 3 Tagen, hatten wir hier auch schon mal ganz kurz über das Cardano-Chart gesprochen. Wir haben hier diesen Widerstand eingezeichnet und ich habe auch gesagt, Leute, ich kann es gerne mal ganz kurz laufen lassen. Wir kommen hier bei 2,68 Dollar bis circa auf die 2,86 Dollar hier nochmal einen starken Widerstand. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier vielleicht nochmal einen kurzen Rücksetzer bekommen.
dass wir vielleicht nochmal einen kurzen Rücksetzer bekommen. Und exakt das ist jetzt auch so gekommen. Also ihr seht, ich habe diese Supportbox hier für die Leute, die jetzt neu auf diesen Kanal gekommen sind. By the way, natürlich direkt gerne abonnieren, gerne diesem Video ein Like geben. Wenn du irgendwelche Fragen hast, gerade zum Alonso-Upgrade, dann hau mir das Ganze sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, definitiv dranbleiben, denn am Ende des Videos stelle ich dir hier nochmal ein Projekt vor, das auf jeden Fall mindestens 5, 10, vielleicht sogar mehr X machen kann in der nächsten Zeit. Also jetzt nochmal ganz kurz hier zum Fibonacci-Retracement. Wo kommt diese Supportbox her, die wir im letzten Video besprochen haben? Ich habe gesagt, Leute, ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal einen kleinen Rücksetzer bekommen. Und das ist exakt so jetzt auch passiert. Also wir haben hier das Fibonacci-Retracement und ihr seht, das ist im Endeffekt hier diese grüne Box. Wir sind reingekommen in diese grüne Box, sind dann jetzt nochmal abgeprallt. Ich hatte hier eine Limit-Order auf 2,41 Dollar, fast 2,42 Dollar. Leider wurde diese jetzt noch nicht gefüllt. Sprich, wie spiele ich das ganze Spiel jetzt? Keine Long-Position offen. Ich nutze natürlich hier immer die unteren Punkte, um ein bisschen das Hodling-Portfolio aufzustocken. Aber es geht ja hier auch um eine Trade-Position. Das heißt, ich werde jetzt definitiv abwarten, ob wir hier vielleicht doch nochmal abprallen. Dann nochmal bis die 2,33 runterkommen. Das heißt, meine Position würde gefüllt. Sollte meine Position nicht gefüllt werden, wir kommen hier durch diesen Widerstand. Spätestens dann, ich zeichne es euch ganz kurz ein, spätestens dann, wenn das Ganze so dann aussieht, also das heißt, wir hier drüber kommen, hier das Ganze bestätigen und ab diesem Zeitpunkt würde ich dann eine Position aufmachen. By the way, Leute, für solche, wenn ihr auch mittraden möchtet, ihr könnt natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Gruppe kommen. Hier poste ich dann, wenn es um neue Trades geht, hier poste ich aber verschiedene Support- und Widerstandsbereiche oder wenn es allgemein was Neues gibt. Ihr findet den Link dazu einfach auf der coinstelle.de, nach unten scrollen und dann kommt ihr hier zum Kanal direkt. Okay, alles klar, dann schauen wir wieder zurück. Wo ist es jetzt hier? Und zwar, ihr seht, wir sind ein bisschen abgeprallt. Ihr wisst jetzt, wie ich das Ganze auch spielen werde. Das heißt also, sobald sich da was tut, werde ich das Ganze natürlich auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe posten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen konsolidieren. Da ja einfach gerade auch, ihr wisst es, grundsätzlich ist alles vom Bitcoin-Preis abhängig. Aber ich sehe auch gerade, dass Bitcoin hier jetzt wieder ein bisschen aufbaut. Ihr seht hier die Support- und Widerstandszonen. Solange, das habe ich ja auch schon davor gesagt, also seit wir hier drüber sind, alles zwischen dieser gelben Box und dieser roten Box ist im Endeffekt, wie es die Amerikaner sagen, just noise. Was hier so groß passiert, ist schön zum Traden, die Volatilität mitnehmen, definitiv. Aber Leute, passt auf jeden Fall auf. Wir sind hier noch in einem kleinen Abwärtstrend. Und man muss natürlich auch im größeren Timeframe das Ganze sehen, wenn wir hier jetzt mal den Daily Chart rannehmen und dann den Moving Average, also den durchschnittlichen Preis auf 200 Tage, der uns ja hier jetzt in diesem Bullenmarkt bisher immer sehr, sehr gut gezeigt hat, wie das Ganze abläuft, wann eine Trendwende im Endeffekt kommt. Und wir müssen natürlich jetzt achten, denn ihr seht es hier, Bitcoin ist jetzt mit der zweiten, also er versucht jetzt gerade mit dieser Tageskerze durch den Moving Average, den 200er durchzukommen, aber wir sind jetzt aktuell noch darunter. Das heißt, wir müssten hier auf jeden Fall oberhalb des 200er Moving Average erstmal wieder hier bestätigen das Ganze und dann sollten wir natürlich auch dringend durch diese zwei Widerstandszonen hier durch. Sollten wir wieder über die 48 kommen, bin ich weiterhin sehr, sehr bullish. Ich bin auch jetzt noch, solange wir hier nicht wirklich signifikant um diesen Bereich hier schließen bei den 42.000, vor allem wenn wir hier drunter schließen, dann gehe ich davon aus, dass wir eine längere Bärenphase sehen müssen, aber aktuell definitiv nicht. Okay, das war's soweit mal zu Cardano und jetzt habe ich ja gesagt, ich stelle euch noch was vor. Als allererstes mal, was zum Cardano passt, also zu Cardano Blockchain und zwar das hier, Cardano Non-Fungible Tokens, also NFT. Das Ganze ist, wie gesagt, noch nicht online. Es wird jetzt erst gelauncht, ihr seht das Ganze, coming soon, das Page. Aber es ist sehr, sehr interessant. Wir können uns hier mal den Marketplace anschauen und was es hier dann alles schon gibt, so auf der Cardano Blockchain und vor allem auch die Preise. Ich meine hier 985 Cardano für diese paar Waffen im Endeffekt. Also ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, Leute, ich habe dieses ganze NFT zwar verstanden, aber ich sehe noch nicht wirklich diesen Use Case dahinter. Natürlich geht es hier um Datensicherung, um Alleinstellungsmerkmale, um Fälschungssicherheit und so weiter. Aber für mich sind einfach diese Preise aktuell noch nicht gerechtfertigt. Ich meine, 985 Cardano, also 2.500 Dollar für so ein Bild, ist für mich jetzt aktuell noch nicht nachvollziehbar. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, wie ihr zu dem NFT-Hype steht. Aber ja, wie gesagt, dieses Projekt cnft.io würde ich mir definitiv mal speichern, auf jeden Fall immer im Blick behalten, werde ich natürlich definitiv auch im Blick behalten.
Macht hier ein bisschen Recherche selber dazu. Ihr wisst, alles, was hier in meinen Videos kommt, ist keine Anlagen- oder Finanzberatung, sondern einfach nur anhand meiner Recherche, was ich euch mitgeben möchte oder was ich euch zeigen möchte. Schaut euch das gerne an, wenn euch gerade sowieso der NFT-Bereich interessiert. Aber was mir hauptsächlich darum geht, ich denke, dass mit diesem Projekt hier natürlich das Ganze wieder für die Cardano-Blockchain unglaublich wichtig ist und dass das hier natürlich auch dann dementsprechende Preisbewegungen mit sich bringt. So, dann haben wir alles zum Thema Cardano innerhalb von 10 Minuten jetzt soweit besprochen. Für die, die sich nur für Cardano interessieren, können jetzt wegklicken. Für die, die jetzt aber Telos auch schon mit mir mitgelebt haben oder beziehungsweise den Tipp angenommen haben, die haben ja jetzt in den letzten 2 Wochen definitiv 34x hingelegt mit diesem Telos-Projekt. Und jetzt, ich kann es euch auch nochmal ganz kurz hier zeigen, für alle, die jetzt neu sind, schaut euch das Projekt gerne an. Für die, die sagen, okay, ich würde jetzt hier gerne rein, wir haben das Projekt hier unten vorgestellt. Und ihr seht es ja, aktuell ist das Ganze hier auch eher in so einem kleinen Kanal. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, aber jetzt soll es ja um das hier gehen, und zwar SEPChat, Leute. SEPChat, ihr seht es hier, wir sind noch in einer Pre-Launch-Phase. Das heißt also, ist noch nicht offiziell gelauncht. Für viele, die jetzt zum Beispiel mit mir Wii U mitgemacht haben, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, Wii U ging online und hat direkt ein 10x gemacht an diesem Tag, und das Ganze ist hier noch nicht online, das wird aber erst gelauncht. Auch das gerne mal selber nochmal durchschauen. Es geht um einen Messenger, dezentralisiert, also im Endeffekt eine bessere Version von WhatsApp, wo im Endeffekt wirklich zentralisiert ist, wo nicht abgehört werden kann und so weiter. Das Ganze auf der Blockchain läuft. Deshalb finde ich das ein unglaublich interessantes Thema, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier sehr, sehr viel Potenzial mit sich bringt. Wenn wir uns einmal die Roadmap anschauen, ihr wisst es, ich bin kein Fan von Roadmaps, aber die haben auch das hier schon wieder alles umgesetzt. Vor allem ist es eine sehr übersichtliche, kleine Roadmap. Natürlich, Leute, ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, dass auch sowas hier Scam sein kann. Aber ich habe mir die Seite angeschaut, ich habe mir das Projekt jetzt mal angeschaut. Ich werde hier definitiv ein bisschen was reinlegen. Ich werde das Ganze definitiv probieren. Wir haben jetzt im Q3, Q4 diesen Jahres, kommt dann im Endeffekt der Public Sale. Dann kommt die DEX-Listing, und gerade das war ja das, was auch bei Wii U, ich meine, Wii U stand bei 0,003 Cent und ist dann direkt mal auf 10 Cent oder auf 11 Cent hochgesprungen mit der Listing, mit der DEX-Listing, und ich denke, dass das hier definitiv auch Potenzial hat. Deshalb auf jeden Fall mal anschauen, sepchat.com. Alles klar, Leute, das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, zeig es mir sehr, sehr gerne mit einem Like nach oben. Gerne natürlich auch kommentieren. Wenn du ähnliche solche Projekte hast, zeig sie mir. Lass es uns gerne wissen. Einfach in die Kommentare da damit. Wenn du Fragen zu irgendwelchen Themen hierzu hast, ebenfalls in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Bis dann. Ciao.